Boah, es ist nicht so einfach, jetzt von dem Thema zum Thema Ehrenmord zu gehen. Übrigens ein Begriff, der sehr problematisiert in den letzten Jahren, wenn man gerne von Femizid spricht. Ah. Aber wir haben in den letzten zwei Wochen zwei Frauen, Isra und Shilan, die auf deutschem Boden hier in Deutschland ermordet wurden, weil sie emanzipiert leben wollten, weil sie von ihrem selbstbestimmtes Leben Gebrauch machen wollen. Und diese Frauen nehmen wir oder nehmen vor allem die neue feministischen Akteure in diesem Land als Kollateralschaden. Sie wollen sich damit nicht beschäftigen. Sie wollen von Femizid sprechen, der trifft ja alle Kulturen. Aber die kulturellen, religiösen Hintergründe solcher Taten, übrigens, da sind nicht nur Frauen betroffen, sondern auch Männer. Mhm. Auch homosexuelle Männer werden ermordet, wenn sie in diesen Kultur ihre Homosexualität offen leben. Das heißt, passt Femizid nicht. Und ich frage mich, warum sind wir nicht mehr in der Lage, über bestimmte Themen zu sprechen und diese Frauen komplett vergessen. Es gibt keine Aufschrei, keine Debatten. Viele Zeitungen haben nicht mal darüber geschrieben, über solche Phänomene. Seit 2015 haben wir durchschnittlich, übrigens die Statistik gibt es nicht, es gibt nur Ehrenamtler, die so Fälle sammeln. Wir reden von 10 bis 12 Frauen, die jedes Jahr in Deutschland ermordet wurden. Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie hier frei leben wollen. Und sie haben oder sie sind hier in Deutschland ermordet worden von ihren Familienmitgliedern. Und darüber redet keiner. Und ich sage, wer feministisch sein will, wer über Frauenrechte reden will, darf nicht auf eine Auge blind sein. Absolut. Und er darf vor allen Dingen nicht glauben, dass er für Gleichberechtigung sorgt, wenn man für Gendersternchen, Doppelpunkt, sich verkämpft und auf die Straße geht, mir auch Briefe schreibt, wenn ich nicht Verbraucherinnen sage. Und es heißt, ich sei gegen Frauenrechte, was ein totaler Quatsch ist. Ja. Frauen, die nicht so leben können, wie sie wollen, nicht lieben können und heiraten können und einen Beruf ergreifen können, wie sie wollen, wenn sie hier in unserem Land leben, die leiden darunter, dass wir tolerieren, dass es andere Menschen und Geschlechterbilder gibt. Und warum trauen wir uns nicht? Weil einem sofort entgegengehalten wird, das sei zum Beispiel islamophob, das sei rassistisch. Und ich habe das auch, ich habe ein Buch geschrieben über das Thema Frauenrechte, dass Integration niemals funktionieren wird, wenn Frauenrechte nicht vollständig auch anerkannt werden. Aber wie kommt es denn, dass, sage ich ganz offen, dass ich in der Illusion lebe, dass es dieses Problem in der Breite seit ein paar Jahren in Deutschland nicht mehr gibt? Wir haben früher intensiv über solche sogenannte Ehrenmorde diskutiert. Da kannten wir alle die Namen der umgebrachten Frauen. Und jetzt, die Sie erwähnen, kennen wir nicht. Ich will nur eine Frage anschließen. Das liegt sicher zum Teil auch an den Medien, die von den Morden erfahren, aber nicht darüber berichten oder nur klein darüber berichten. Wahrscheinlich. Aber gibt es nach Ihrer Kenntnis genug Anlaufstellen für Frauen aus solchen Familien, die sich bedroht fühlen, und die ahnen, dass ihnen irgendwas passiert? Gibt es spezielle Beratungsstellen für muslimische Frauen? Gibt es aber kaum. Wissen Sie, ich habe 2 Jahre bei LKA gearbeitet, genau als Berater zu solchen Themen. Vor mir saßen über 100 Frauen, die solche Gefahren gehabt haben. Und wir haben versucht, wirklich diese Frauen zu helfen. Es ist nicht immer möglich. Auch die Bürokratie spielt hier eine Rolle. Es kommt darauf an, ob man in Berlin bei einem LKA-Beamter ankommt, der sich auskennt mit dem Thema, oder jemand, der diese Frau zurück in ihre Familie schickt, weil er es nicht versteht, welche Dimension. Wenn ich das richtig sehe, müssten es muslimische Frauen sein, die muslimischen Frauen beraten, oder? Kein LKA-Beamter. Nee, es gibt auch LKA-Beamter, die muslimisch sind, die sich auskennen die sich ausgebildet haben. Aber Männer oder Frauen. Vielleicht nicht oder das Frauen. Richtige. Nee, Männer sind nicht die richtige Ansprechpartner in solchen Sachen. Aber Sie haben ja eine Frage gestellt vorher, wo sind die Medien? Warum ist das jetzt mittlerweile politisch inkorrekt, über solche Themen zu sprechen? Warum reden wir nicht mehr über Integration? Und dazu gehört natürlich auch die sexuelle Selbstbestimmung. Ich sage, ich bin erst mal angekommen in Deutschland, wenn ich begreife, dass ein selbstbestimmtes Leben für meine Tochter kein Risiko für mich und meine Familie, sondern eine Bereicherung. Und da haben wir unfassbaren Nachholbedarf. Wir sind nicht da. Wir reden mittlerweile von Teilhabe, weil dadurch die Mehrheitsgesellschaft in der Verantwortung gezogen wird. Aber über die Minderheiten darf man in eine progressive, politisch korrekte, orientierte Gesellschaft nicht mehr sprechen. Und Sie waren diejenige, der damals auch eine Kritik an die Talkshows gehalten haben, dass Sie zu viel über den Islam sprechen.
sprechen. Ja, weil sie eben kriminalisiert haben. Und naja, zwar das ganze Jahr über. Ich bin ja ein Muslim und ich war viel in diese Talkshows. Es geht um den Islamismus, es geht um solche Phänomene. Na, darum ging es da nicht. Thema war mir ging es darum, dass man keine Angst verbreitet vor Syrern und anderen Muslimen, die nach Deutschland gekommen sind, sondern dass man sie aufnimmt. Aber das war mein Anliegen. Wie ich ihn verstehe, geht es ja eigentlich darum, dass man eben diese sehr kulturellen Widersprüche, also es gibt einfach Dinge, die kulturell völlig unterschiedlich sind in Deutschland und man darf das nicht tolerieren.